Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich würde vorschlagen, dass wir dann jetzt beginnen. Ich darf Sie um ein bisschen mehr Ruhe bitten. Ich begrüße Sie ganz herzlich und eröffne die 8. Plenarsitzung des Hessischen Landtages heute am Dienstag, dem 2. April 2019. Wenn ich hier in die Runde schaue, darf ich auch die Beschlussfähigkeit feststellen. Ich begrüße ganz besonders herzlich heute auf der Besuchertribüne den israelischen Journalisten und Nachrichtensprecher Gabi Yinon und seine Begleitung. Gabi Yinon besucht auf Vermittlung von unserer Kollegin, der Staatssekretärin AD Müller-Klepper, und seiner Begleitung den Hessischen Landtag. Er ist 1947 in Israel geboren. Seine Eltern sind in Deutschland geboren, haben in Nürnberg, Frankfurt und Ludwigshafen gelebt. 1933 sind sie mit einem Kindertransport nach Palästina gekommen. Zwei Großmütter von Gabi und ein Großvater sowie deren jüngsten Töchter sind in Treblinka und Majdanek ermordet worden. Gabi Yinon ist eng verbunden mit Deutschland und der deutschen Kultur. Und er verfolgt die deutsche Politik sehr intensiv und aufmerksam. Und ich finde, seinen Besuch steht für die sehr enge Partnerschaft und für die sehr enge Freundschaft zwischen Israel, Deutschland und Hessen. Und die Geschichte von Gabi Yinon und seiner Familie ist für uns natürlich auch eine Mahnung, aktiv Verantwortung zu übernehmen, aktiv gegen die Kontamination der Seele mit Antisemitismus, aktiv gegen jede Form von Radikalismus und Extremismus und aktiv gegen die vielen heimlichen Spielarten der Israel-Kritik als Ersatzantisemitismus. Seien Sie uns herzlich willkommen. Es ist eine große Ehre, dass Sie heute bei uns sind. Und wir freuen uns, wenn Sie jederzeit wiederkommen. Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir einen Hinweis an die Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Ich bitte Sie, vorsorglich darauf zu achten, auch aus aktuellem Anlass, dass Sie nicht in den persönlichen Bereich der Abgeordneten eingreifen, indem Sie Unterlagen oder Laptop-Bildschirme filmen oder fotografieren. Des Weiteren möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Kameraleute und Fotografen den inneren Bereich des Plenartellers beim Beginn der Sitzung zügig verlassen und sich danach nur seitlich außen bis zum Eingang in den Plenarteller aufhalten dürfen. Dazu ist Ihnen auch ein entsprechendes Merkblatt zugegangen. Zur Tagesordnung will ich Ihnen mitteilen, dass die Tagesordnung vom 26. März 2019 sowie ein Nachtrag vom heutigen Tage mit insgesamt 71 Punkten Ihnen vorliegt. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung Top 65 bis 70 entnehmen können, sind 6 Anträge betreffend einer Aktuellen Stunde eingegangen. Nach § 32 Absatz 6 beträgt die Aussprache für jeden zulässigen Antrag auf Abhaltung einer Aktuellen Stunde 5 Minuten je Fraktion. Und die Aktuellen Stunden werden dann am Donnerstag, wie gehabt, um 9 Uhr abgehalten. Tagesordnungspunkt 27, ein Antrag mit der Drucksachennummer 20/150, wurde von den Antragstellern zurückgezogen, noch eingegangen und an ihren Plätzen verteilt. Das ist ein dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE, alternative Güterverkehrsstrecke für das Mittelrheintal realisieren. Lärmschutzmaßnahmen ist noch nicht verteilt. Dann nehmen wir das vor. Der war schon in den Fächern. Wird mir gerade zugerufen. Auch das ist schon gut. Dann will ich trotzdem noch den Titel des Dringlichen Antrags nennen. Alternative Güterverkehrsstrecke für das Mittelrheintal realisieren, Lärmschutzmaßnahmen voranbringen, Drucksachennummer 20/422. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser Top 72 und kann, wenn dem hier nicht widersprochen wird, mit den Tagesordnungspunkten 31, 32 und 33 aufgerufen werden. Und jetzt darf ich Sie fragen, ob Sie bereit sind, die Tagesordnung zu genehmigen. Offensichtlich ist auch das der Fall. Ich sehe Skepsis beim parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Fraktion, aber am Ende dann doch Zustimmung. Das freut uns alle sehr, wie im Ältestenrat vereinbart und im Übrigen ja auch in der Tagesordnung vermerkt, tagen wir heute bis 19 Uhr. Wir beginnen mit der Fragestunde. Das ist die Drucksachennummer 20/280 und dann fahren wir mit Top 2 fort. Entschuldigt fehlen heute Herr Ministerpräsident Volker Bouffier ganztägig, unser ehemaliger Landtagspräsident
Norbert Cartmann, der erkrankt ist und dem wir von hier aus alle guten Genesungswünsche übermitteln. Und natürlich alles Gute wünschen. Und das Gleiche gilt für die Abg. Regine Müller-Schwalmstadt, die ebenfalls erkrankt ist und der wir auch alles Gute und Gesundheit wünschen. Herr Abg. Rudolph, bitte schön. Moment, jetzt muss ich drücken. Sofort. Ja, die Kollegin Ulrike Alex ist auch erkrankt. Danke schön, Herr Rudolph. Kollegin Ulrike Alex ist auch erkrankt. Auch sie hat natürlich unsere besten Wünsche. Ich will Ihnen noch kurz mitteilen, dass heute Abend nach der Plenarsitzung gegen 19 Uhr die Ausstellung Kunst aus Hessen eröffnet wird mit einer Vernissage in der Ausstellungs- und in der Eingangshalle. Auch dazu möchte ich Sie gerne alle noch einmal einladen. Ich darf weiterhin darauf hinweisen, das muss ich schauen. Ja, es ist so, dass die neu gedruckten Taschenkalender an Ihren Plätzen ausliegen, denen Sie auch die Termine der Ausschüsse entnehmen können. Heute Abend wird es ein großes Ereignis neben der Vernissage geben, wird nämlich die Fußballmannschaft des Hessischen Landtages gegen eine Mannschaft aus Generalstaatsanwaltschaft und hessischer Justiz antreten. Und das alles in der Jugendvollzugsanstalt Wiesbaden. Und ich hoffe, dass auch alle wiederkommen danach. Und ich will auch hinweisen auf die Erstellung von Abgeordnetenfotos für Wikipedia, die morgen und am Donnerstag in den Räumen 120M bis 122M angefertigt werden. Dafür ein herzliches Dankeschön an die, die das auf sich nehmen. Und wir kommen zu den erfreulichen Dingen. Einen runden Geburtstag konnte begehen unsere Kollegin, die Staatsministerin Priska Hinz, und zwar am 10. März. Herzlichen Glückwunsch, liebe Priska Hinz, nachträglich. Ja, es war der 40. Und ja, endlich 40. Und jetzt habe ich die Seite verschlagen. Ich wünsche der Kollegin natürlich im Namen des gesamten Hauses alles Gute für das kommende Lebensjahr. Zwei weitere angenehme Nachrichten darf ich Ihnen verkünden, bevor wir dann in die von Ihnen sehr mit großer Spannung erwartete Fragestunde eintreten, nämlich dass der Abgeordnete und Kollege Dimitri Schulz der Kanzlei des Hessischen Landtages mitgeteilt hat, dass er am 15. März 2019 Vater einer Tochter mit dem schönen Namen Aviva geworden ist. Herzlichen Glückwunsch. Alle sind wohlauf. Wir gratulieren herzlich. Und unsere Kollegin, die Abgeordnete Katrin Schleenbecker, hat ihren Sohn mit dem Namen Johannes Joad zur Welt gebracht. Auch ihr gratulieren wir herzlich und wünschen alles, alles Gute. Applaus.